Bender. Heute im gemischten Doppel mit Enes Bender, Barbara Schöneberger und Paul Panzer und Mirja Böhs. Meine Damen und Herren, vielleicht wussten Sie es noch nicht, aber Frau Schnauze XXL ist nicht nur Hopsesser und Tralala, sondern auch eine... Tralala und Hopsesser. Ja, ganz genau. Wie draußen passieren die dramatischen Dinge, aber auch wir haben eine seriöse Kraft auf dieser Bank. Barbara, du bist jetzt die Moderatorin der Freie Schnauze XXL Nachrichten. Mirja, du übersetzt diese Nachrichten jetzt für unsere gehörlosen Freunde in die Gebärdensprache. Und wir haben natürlich Hennes. Hennes, du gehörst an den Herd. Den Krisenherd. Okay. Und du stehst hier, du bist der Korrespondent vor Ort. Welcher Ort? Das frage ich jetzt Sie, meine Damen und Herren. Nennen Sie mir doch eine schöne... Timbuktu. Remscheid. Remscheid, Timbuktu. Das nehmen wir, genau das nehmen wir. Remscheid, Ortsteil Timbuktu. Finde ich sehr schön. Remscheid. 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 Viel Spaß. Remscheid. So, da bist du, Hennes. Okay. Vor Ort. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Krise. Meine Damen und Herren, nennen Sie mir doch vielleicht einfach mal Ihr Lieblingsdessert. Pudding? Was? Mousse au Chocolat? Milchschnitte? Rote Grütze? Vanilleeis! Kirschsorbet. Lecker. Unterhalt uns einfach noch ein bisschen. Kirschsorbet. Genau, dann sagen wir, wir sind jetzt im Remscheid-Ortsteil Timbuktu und es ist die Kirschsorbet-Fabrik in die Luft geflogen. Hier sind also die Freischnauze XXL-Nachrichten mit dieser brennenden News. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das Promi-Katzenrasieren für eine aktuelle Nachricht, die uns gerade hereingeflattert ist. Johannes B. Ender ist am Krisenherd. Er wird uns genau erzählen, was dort vorgefallen ist. Hennes? Vielen Dank, Barbara. Ich befinde mich hier in Remscheid, Ortsteil Timbuktu. Ich fange noch mal an. Hallo, Barbara. Na, wie geht's? Ich bin gerade in Remscheid, Ortsteil Timbuktu. Und hier ist einiges los, kann ich dir sagen. Hier boxt der Papst im Kettenhemd. Hier ist die Kacke so richtig am Dampfen. Ja, ja, ja. Hier ist vor circa 2 Stunden die größte Kirschsorbet-Fabrik des Bergischen Landes in die Luft geflogen. Meine Herren, da hier ist aber auch was los. Wie schützen Sie sich persönlich gegen herabfallende Kirschsorbet-Teile? Ich habe meinen Regenschirm dabei, den ich natürlich aufgespannt habe. Aber den Mitmenschen und Bürgern des Bergischen Landes, vor allen Dingen hier in Remscheid, Timbuktu, geht es besonders schlecht. Ob der herumfliegenden Teile des Kirschsorbets, sie ducken sich unter Tische, sie flüchten sich in Hauseingänge. Ja, Tiere, die freilaufende Hunde, Katzen und selbst die Vögel, alles ist voll mit dieser scheiß Kirschsorbet. Scheiße hier. Nun haben wir gehört, Katja Burkhardt hat auch soeben darüber berichtet, dass bereits Paris Hilton gemeinsam mit Lindsay Lohan und Misha Barton, die stehen immer in der Gala, also mach was, den Krisenort besucht haben. Wie sieht das aus? Ist das richtig? Natürlich sind diese 3 Vollischen jetzt hier angetroffen worden. Aber selbst der Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, hatte sich nicht nehmen lassen. Und hier, zugunsten der Opfer von Remscheid, Ortsteil Timbuktu, ein großes Kirschsorbet-Wettessen zu veranstalten. Und da sehe ich auch rein.
alles gibt, damit diese Krise hier endlich zu Ende geht. Steht denn dieses Kirschsorbet-Explosion im direkten Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm? Ich kann Sie jetzt gerade sehr, sehr, sehr schlecht verstehen. Mir ist gerade ein riesiges Stück Kirschsorbet ins Ohr reingeflutscht und rutscht mir in dem Moment durch die Nase. Es ist kein schöner Anblick, aber durchaus sehenswert. Dann sagen wir vielen Dank, Johannes B. Ender in Timbuktu bei Remscheid. Vielen Dank, ich übergebe mich. Wir geben zurück zum großen RTL-Promi-Katzenrasier. Vielen Dank.